Soink. Ripstone, standfast, interaktiv. Stick it to the man. Copyright 2013, Ripstone Limited. Developed by Soink AB. Stick it to the man is a trademark of Ripstone Limited. All rights reserved. Und damit, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Und zwar spielen wir ein etwas anderes Spiel, ein Jump'n'Run-Puzzler, würde ich mal sagen. Und zwar Stick It to the Man, wie eben schon von mir im Titel quasi announced. Und ja, ich habe das Spiel schon mal angespielt. Dementsprechend wähle ich neues Spiel, damit ich den alten Spielstand überschreibe. Ja! Und damit lädt Kapitel 1 auf den Kopf gefallen. Oder auch A Hard Head's Night. Und ja, da gucken wir mal, was so nach dieser Ladezeit passiert. Space. Final Frontier. That's what it's called, right? It's beautiful. Endless. Feel the warmth of the sun millions of kilometers away on my skin without any atmosphere to stand between us. The upside is it's a truly amazing feeling. The downside is I'm truly about to die. Who would have guessed I'd die floating alone in space? You know, I mean, until now, I'd never been any higher up than the top floor of my apartment building, and I only went up there once. My mistake. It all started yesterday. Ordinary day like any other. It's until I got hit on the head. Ouch! Jeez! That was a 3-star impact, Wally. This one needs some work. 3 stars? You sure, Ray? R&D insists that this one be a 1-star hothead. 1.5 tops. That's some quality hotheads you're testing. You want to trade spots and see for yourself? 3 stars. Didn't notice any birds flying around my head, though. That's something. All right. This one's next. It's a new material R&D wants to try. It says here it's based mostly on recycled banana peels and used juice boxes. Hmm. Say bye to Bell, huh? Oh, see you tomorrow, buddy. Ich würde sagen, nochmal Glück gehabt, dass wir diesen komischen Recycling-Helm nicht testen mussten. Denn, ja, Bio ist zwar ganz nett, aber ja, was jetzt Helme angeht, da müssen wir jetzt nicht unbedingt Bio. Und, scheinbar arbeiten wir bei der Ouch Incorporated, die Helme testet, indem man sich Hämmer auf den Kopf fallen lässt. Wir sind übrigens dieser kleine Junge hier. Und ich stelle gerade fest, ich habe die Tastatur verkehrt rum eingestellt. Ich habe links und rechts verwechselt. Das heißt, ein kurzer Schnitt und wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder nach einem kurzen Schnitt. Yay, ich kann jetzt auch richtig laufen. Und ja, dieses Spiel basiert auf der Thematik, dass wir in einem Universum leben, in dem alles aus Pappe ist und mit Aufklebern zusammengehalten wird. Wir sind also hier so ein kleiner Junge. Also wir können hier laufen. Ray, was? I hate to be the one to tell you this. But you actually live all the way to the left. Okay, gut. Ja, danke Kumpel mit dem komischen Hammer da im Korb. Na ja, gut, dann gehen wir mal. Was? Game and Art Director Klaus Lüngelgelet. Wie auch immer, gehen wir einfach mal weiter. Oh, das hier sind übrigens Zwischenspeicherstationen. Die machen ein Foto von uns. Weil wir leben ja in einer Welt aus Papier. Das heißt, man kann uns einfach erneut ausdrucken, wenn wir sterben. Creative Director übrigens Andreas Beiger. No experience required. It seemed like such a good idea at the time. Mhm. Dialogue Writer Ryan Norton? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein klassisches Jump'n'Run, wie man sieht. Programmer Rasmus Jahl und ich kann euch auch mal zeigen, was passiert, wenn wir hier zum Beispiel in den Abgrund fallen. Gar nicht schlimm. Man druckt uns einfach erneut aus, kurz ausschneiden und fertig. Schon sind wir wieder da. So. Wir hüpfen also hier einmal kurz durch.
Designer Emil Nilsson. This is Gamma 3. We've encountered storm systems too large to go around without delaying landing time. Please advise. Gamma 3? Sean, you told me your name was Jimmy. Okay, da fliegt also scheinbar irgendein Flugzeug mit ein paar Idioten drin. Zumindest der eine. Lead Artist Martin Rasmusson. Und da oben Sounddesigner. Ja, da wurden wir wieder... Ich denke immer, wir werden geblitzt, aber Mr. Copy ist ja quasi nur... Was? Producer Hugo Bille und hier Christian Johansson und Illustrator ist Stina Rahm. Da hast du ganz recht, mein Junge. Du musst echt viel springen auf dem Weg zur Arbeit. Animator ist Ebba Edenström. Und Illustrator Henrik Johansson. Klingt interessant. Programmer Patrick Hegg. Was? Hegblatt? Kann ich jetzt nicht lesen, aber. Naja. Music Composer Joel Bille. Gamma 3 calling base. Please respond. Base storm now intensifying beyond safety thresholds. Unusually intense lightning activity observed. Attempting to abort. Emergency support requested. Wow! Plane made out of paper can't take the heat, huh? Or even a little rain? I bet those eggheads who thought up a paper airplane was a great idea, because it wouldn't be detected by enemy radar. I'm feeling pretty smart right now. Tell me you didn't get them to redesign our parachutes, too. Ja, hoffentlich sind die... Wow, das fängt ja richtig an zu pissen hier. Hoffentlich sind die Fallschirme nicht auch aus Papier, denn bei Regen wäre das ein bisschen problematisch. 3D-Artist Patrick Technander... Oh, und die Autos fahren hier auch sehr merkwürdig an den Wänden herum. Naja, wir gehen einfach... Uh-oh. Ups. Das lief nicht so gut. Ich würde jetzt mal ahnen, dass wir das Ding wahrscheinlich gleich... auf den Kopf bekommen. Ja. Oh. Au. Ah. Stars. Wally. Autsch. Five stars. Oh, ein kleines Alien. Oh, wie süß. Ein Alien. Hallo. Hallo, Kleiner. Na? Ja, ja, komm her. Ja, ja, komm her. Komm. Komm zum Onkel. Der Onkel tut dir nichts. Ja, ja. Ja, du bist ein süßes Alien. Ja. Und damit sind wir auch schon in Kapitel 2, der Koma-Traum. Denn wir sind gerade von einer Kapsel aus dem, nicht Weltraum, aber aus höheren Sphären quasi. What the? Where am I? What's this spaghetti arm doing sticking out of my head? Okay, stay calm, Ray. Hm? Last thing I remember was leaving work. And jumping a lot. And then getting it on the head. Of course. The hand growing out of my head and this whole crazy world is all a dream. Das ist die simpelste, logischste Erklärung. Wir leben in einem Traum. Denn, uns wächst eine riesen, pinke, leuchtende Hand aus dem Kopf. Genau. Okay. Hier sieht man auch schön, wie das alles aus Pappe ist, die ganze Welt. Ein Foto von uns wurde schon gemacht. Oh, eine hey, Flasche. A bottle. Nice work, me. If I know my subconscious, this bottle will have something inside it to help me get off this island. Medium Arm. Klicke auf irgendeinen Kram, um danach zu greifen. Klick. Abreißen. Ziehe den Mauscursor Richtung Ray, um Sachen abzureißen. Okay. Was sind das denn? High five me, Ray. High five me, Ray. I give the best high fives, Ray. High five me instead. Ray, you may think you know high fives, but you haven't experienced a high five until you high five me. Geht mit euch. Please, please, crazy pin creatures, one at a time. I'll high five okay. All of you, I promise. Why not, right? High five me, Ray. As well use this crazy hand for something. High five me, Ray. And this looks like it'll be fun. High ja. Five me, Ray. Halt die Schnauze. Whoa, so, this kann arm is awesome. Ja, wir können die nämlich anklicken. Ja, und dann ziehen wir uns rüber zu denen. High five me, Ray. Hab ich doch schon. Und jetzt halt die Klappe. So, jetzt timen. Ah, so.
Wir sollten da unten nicht reinfallen. Das hier, keine Ahnung, wer die Olle ist. Vielleicht unsere Freundin, wer weiß. Hüpp. Nein! Oh, ich hätte vielleicht mal klicken sollen. Kommen wir da oben ran? Nein, jetzt habe ich aus dem Spiel rausgeklickt. Das wollte ich nicht. Ah, da kommen wir doch ran. Wenn ich nicht aus dem Spiel rausklicken würde. Hüpp. Und kurz mal auf die, ach, da unten. So, wo ist die andere Plattform? Da ist die Plattform. Hüpp. Ich finde, das Spiel ist echt süß. Der Grafikstil spricht mich irgendwie total an. Ich weiß auch nicht, warum. Und, naja gut, das Spiel ist auch ein bisschen bekloppt, nebenbei bemerkt. Okay. So, hier oben ist wieder... Ups, das war jetzt nicht so klug. Hüpp. Aber wir können uns quasi, weil wir ja in einem 2D-Universum leben, können wir uns um die Plattform herumziehen. Weil ich kann ja auch hier... Na gut, hier kann ich jetzt nicht nach vorne und nach hinten laufen, aber normalerweise kann ich nach vorne und nach hinten laufen, weil wir leben ja quasi in einem dreidimensionalen, zweidimensionalen Universum, so mehr oder weniger, also... Ja. Und hier sollte ich mich kurz fotokopieren lassen, damit ich entsprechend hier, zack... Hey, cool! A giant robot! Wait, geil! These colossal fingers look familiar. Na dann hüpfen wir hier doch mal rauf. Hüpp! So. Oh, wow, no way. A giant me robot. Tja, ein Roboter, der wie ich aussieht. Was könnte es Besseres geben? Papierwände. Greife nach der Falte und ziehe sie ab. Okay. Wenn die Schrift aus dem Weg geht. Einmal. Hup. Okay. So my head is flooded with elephant juice. And inside are a bunch of gears that aren't moving. Mhm. Which probably means I'm knocked out, mm-hmm. and I need to drain the water from my brain. Yep. Got it. Help! Help! Bitte was? I can't hold my breath forever. Oh, and there's a creature swimming around in my head. Hmm. Not sure what to make of that one, honestly. Can you hear me, little guy? Help! Help! Ich würde ja jetzt mal raten. I can't hold my breath forever. Das, das. Apparently not. Könnte das unser Gehirn sein, was gerade am Ersaufen ist? Na, wir können auf jeden Fall hier wieder, wie wir es eben gemacht haben. Hey, a sticker of a tap. Yep. I wonder if it's scratch and sniff. Duh. It is. And it smells like a sticker. Neat. Wow, geil. Wir haben einen Sticker gefunden, der nach Klebe riecht. Geil. Riecht nicht jeder Sticker nach Klebe, aber egal, wir hinterfragen sowas nicht. Wir können den nämlich jetzt an diese Stellen wieder hinkleben. Und dann passiert was. Zum Beispiel, dass hier das, das Wasser eigentlich ablaufen sollte, aber... Pink elephant pouring water through a hole in my head. I didn't bring my dream symbolism app with me, but I'm guessing this means I'm a confident, handsome man that everybody loves. Natürlich. Probably, right? Ja, was kann es sonst sein, wenn wir von pinken Elefanten träumen, die uns ihren Schnodder ins Gehirn sabbern? Korken drauf. I saved you, crazy alien creature thing. Finally dry at last. But the controls don't work. I need power. If only there was a way to get that heart working again. Tja, wir sollten wohl irgendwie das Herz wieder in Gang setzen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach unten und gucken mal, weil wir können jetzt das Herz, es hat sich hier gelöst, das können wir abreißen. Juhu, Heart! Come here, Heart! Heart! Come here, girl! I miss you! Weird. My girlfriend lives in Robot Me's heart. And she's calling for a dog named Heart. Dreams are crazy. Yep. Oh well. At least I'm not back in high school and also naked in this one. Bitte was? Ja, endlich mal ein Traum, wo wir nicht... Oh, das... Oh, hey there, little guy. Your Heart, Arlene's dream dog, aren't you? How's it going, Heart? Oh, there's a good girl. Oh, nur die können wir nicht mitnehmen, weil die ist kein Sticker. Das heißt, da müssen wir erstmal weitergehen. Okay. Au.